Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Video Coaching. Und mir wurde ein Partie zugeschickt von einem Spieler, der gerne anonym bleiben möchte, aber ich kann so viel verraten. Wir haben schon mehrere Partien von ihm gesehen und ihr werdet auch gleich sehen, welche. Oder vielleicht wird euch etwas bekannt vorkommen. Lasst uns anfangen. Der gecoachte Spieler spielt mit Weiß, startet mit D4. Und wir sehen das Blackmar-Demon-Gambit. Und diesmal weiß ich sogar, wie es heißt. Bei der letzten Video-Coaching-Partie, damals wusste ich das nicht. Aber ich wurde mehrmals darauf hingewiesen. Und jetzt weiß ich Bescheid. Okay. Folgen wir hier der Partie. Ich hatte nochmal geschaut. Läufer F5 war die vorherige Video-Coaching-Partie. Und für alle, die diese Partie auch gerne noch anschauen möchten, vielleicht möchten manche von euch dieses Blackmar-Demon-Gambit in das Repertoire aufnehmen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu der anderen Partie. Aber in der anderen Partie folgte Läufer 5, hier folgt jetzt Läufer G4, aber wir sehen einen ähnlichen Stellungstyp. H3, Läufer H5, G4, Läufer G6, Springer E5, Springer BD7. Dame F3, soweit ist das auch noch Theorie. Soweit ich das gesehen habe, ist die Stellung auch sehr häufig gespielt. C6, Springer schlägt G6, H schlägt G6, G5, Springer H5, Läufer C4. Und jetzt ist der Theoriezug E6, aber mein Gegner spielt F6. Was absolut antipositionell aussieht natürlich. Schwächt sehr stark die weißen Felder. Und die Frage ist jetzt, wie sollst du hier fortsetzen? Spitz Dame E4, ich denke, ist ein sehr konkreter Versuch, direkt das schwarze Konzept auszunutzen oder zu untermauern, dass hier schwarz Probleme hat auf den weißen Feldern. Ich hatte mir noch Läufer E3 alternativ angeschaut, was auch vernünftig ist, einfach die Entwicklung fortsetzen und es bleibt ja dabei, die schwachen weißen Felder von Schwarz laufen nicht weg, auch wenn er hier zur Rochade kommt. Und da gibt es schon Ideen, hier mit D5 direkt die Stellung zu öffnen. Und das war eine Alternative, aber ich sage dir ganz ehrlich, an Dame E4 kann ich eigentlich kaum etwas kritisieren, denn ja, du gewinnst quasi den Bauern auf G6, der König von Schwarz bleibt in der Mitte. Es wird konkret taktisch, worin du dich ja sehr wohl fühlst in solchen Stellungen, wie wir in den vorherigen Coaching-Partien schon gesehen hatten. Und deshalb, ich denke, Dame E4 ist völlig okay, Dame C7. Das ist der einzige Nachteil jetzt, dass Schwarz auch ein bisschen zu Spiel kommt hier, weil dein König ja auch noch in der Mitte ist und hier droht mit Dame G3 einzusteigen. Aber du schlägst auf G6 und hast hier mit Springer E2 alles erstmal unter Kontrolle. Aber das ist der einzige Punkt, ja, der einzige Nachteil von Dame E4, dass du auch jetzt noch zwei Züge brauchst, um lang zu rochieren. Okay, Springer B6. So, jetzt kommen wir zum ersten, würde ich sagen, kritischen Punkt in der Partie, wo du einen Fehler begehst. Du spielst die Dame zurück nach D3. Und ja, du gibst einfach dein, du lässt es zu, dass Schwarz hier deinen Läufer auf C4 abtauscht. Und wie gesagt, die weißen Felder von Schwarz sind geschwächt und du hast den weißfeldigen Läufer, den Schwarz nicht besitzt. Ja, deshalb sind sie auch geschwächt, weil eben kein schwarzer Läufer diese Felder überdeckt. Das heißt, du musst unbedingt diesen Läufer behalten. Und eine Möglichkeit wäre Läufer B3, eine andere Möglichkeit wäre Läufer F7. Ich denke, Läufer B3 wäre recht natürlich, einfach den Läufer zurückziehen. Und ja, nun Springer D5, Turm F1. Die Idee von Turm F1 ist jetzt, dass man Springer G3 gut mit G schlägt F6 beantworten kann. Steht der Turm besser auf F1 als auf H1 und wir werden gleich sehen, warum. Springer schlägt E2, F schlägt G7, das ist alles erzwungen hier für Schwarz, Dame schlägt G7, Dame G3. Und hier kommt jetzt der Unterschied. Turm F3, man kann hier den Bauern auf H3 behalten. Turm schlägt H3 funktioniert natürlich nicht wegen Turm F8 Schach. Und dann
ja, hast du einfach eine Stellung mit Läuferpaar. Und nicht nur das, du hast auch noch einen gesunden Mehrbauern auf H3. Gut, das war jetzt eine Beispielvariante. Ich kann Schwarz hier auch anders weiter fortsetzen. Aber ja, ich denke, du stehst hier gut. Erstspringer G3 funktioniert nicht, wegen Läufer F4. Deshalb muss Schwarz erst Springer D5 spielen, bevor Springer G3 spielt. Und gut. Und dann kannst du natürlich, wenn jetzt Schwarz nichts Besonderes macht, Springer D5, Turm F1, dann wirst du auch jetzt mal deine Entwicklung hier abschließen können. Während Schwarz natürlich mit dem König in der Mitte, ja, das ist natürlich keine große Sache, keine tolle Sache. Alternativ habe ich mir auch angeschaut, Läufer F7. Sieht erstmal ein bisschen seltsam aus, den Läufer hier nach F7 zu stellen, ein bisschen unnatürlich, aber auf der anderen Seite ist der Vorteil, dass vielleicht hat man hier Ideen gegen den H5 und zum anderen, man behält weiterhin ein Auge auf E6. Ja. Davor, wenn der Läufer auf B3 steht und Springer D5 kommt, kann man ja nicht so einfach wieder Läufer E6 spielen, beziehungsweise Schwarz kommt auch leichter selber zu E6, aber hier ist es vielleicht ein bisschen erschwert. Dame D7 wäre eine Möglichkeit, Läufer D2, jetzt kann Schwarz E6 spielen. Gschlf6, Gschlf6, lange auch Hade. Und auch hier stehst du klar besser. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen um den Läufer F7, aber Schwarz hat keine Möglichkeit, diesen vernünftig anzugreifen. Und das größte Schwarzproblem ist hier der König auf D8, der natürlich leicht unter Feuer kommen kann, angegriffen werden kann. Okay. Ich denke, Dame D3 ist eine Mischung aus einem positionellen Fehler, dass du den Läufer abgibst. Und das hast du natürlich gesehen, dass hier Schwarz den Läufer tauschen kann, aber dann auch ein Fehler, dass du die gegnerischen Möglichkeiten übersehen hast. Denn Schwarz tauscht ja nicht nur den Läufer ab, sondern er zwingt auch noch den Damenabtausch. Und das ist genau das, was du absolut nicht willst in dieser Stellung, wo der schwarze König in der Mitte steckt auf D8. Ja, das ist hier noch das größere Problem, dass Schwarz den Damenabtausch forcieren kann. Gut. Okay. Also, was kannst du hier verändern? Ja, generell will man ja eigentlich immer keine Läufer abgeben. Das heißt ja, also es kommt immer auf die Steuerung an natürlich, aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass man gerne das Läuferpaar behält und sich nicht das Läuferpaar halbieren lässt. Und hier natürlich besonders, wenn dein Läufer keinen Konterpart hat, also wenn du einen Läufer besitzt, den der Gegner nicht besitzt, in diesem Fall, du hast den weißfertigen Läufer, dein Gegner hat nicht den weißfertigen Läufer, dann ist es umso wichtiger, dass du ihn behältst, weil du daraus natürlich Kapital schlagen kannst. Okay. Dame schlägt C4 und jetzt sehen wir hier das Problem. Schwarz erzwingt den Damenabtausch und verbessert damit auch noch seine Struktur. Also besser hätte es für Schwarz nicht laufen können. Wird halbiert das Läuferpaar, zwingt den Damenabtausch, wonach sein König kein Problem mehr ist und verbessert seine Bauernstruktur, übernimmt das Zentrum. Ja. Gut, und jetzt hat sich die Stellung natürlich radikal verändert. Ist kein Angriff mehr für dich, ist ein Endspiel, in dem du schlechter stehst, weil du hast den schlechteren Läufer jetzt. Und du hast auch die schlechte Bauernstruktur. Schwarz hat die Möglichkeit, im Zentrum zu agieren. Und du hast eventuell Schwächen, aber auf H3 könnte zur Schwäche neigen. Gut, lange auch Hade, E6. So, und jetzt die Frage, wie soll man hier weiter sich aufbauen? Wo gehören die Figuren hin, was soll man machen? Spitzturm DE1. Ich denke hier, A3 wäre eine gute Möglichkeit. Die Idee ist es, deinen schwachen oder deinen schlechten Läufer, sollte ich sagen, abzutauschen über B4. So, das ist die Idee. Und ich denke, das wäre hier gut gewesen.
Schauen wir uns eine Variante an. Hier Läufer D6, dann Läufer B4. Gut, falls jetzt Schwarz auf B4 tauscht und A5 spielt, ist nicht so schlimm. Tauscht auf F6, tauscht auf A5, König D2. Und nach wie vor in all diesen Stellungen hat Schwarz immer diesen minimalen Vorteil, weil er die bessere Bauernstruktur besitzt. Und falls ihr gerade diese Geräusche hört, ist der Wind draußen, der ziemlich um die Ecken pfeift. Es bleibt immer dabei, dass hier Schwarz die bessere Bauernstruktur hat und du hast diese Schwäche auf H3. Aber das ist minimal und du hast hier absolut alle Chancen, das Remis zu halten. Falls Schwarz nicht auf D7 tauscht, falls Schwarz nicht auf B4 tauscht, dann tauscht du selber auf D6 und hast hier die Möglichkeit, Turm D3 zu spielen. Turm steht gut auf der dritten Reihe. Zum einen überdeckt den Bauern und zum anderen gibt es vielleicht die Ideen, selber ein bisschen zu nerven. Immerhin auf der dritten Reihe über B3. Okay, dann hatte ich mir noch angeschaut, Läufer D6 ist ja nicht so sinnvoll, weil Schwarz dann direkt noch ein Tempo verliert. Wenn er dann auf B4 tauscht, der spielt Läufer D6 und dann tauscht er auf B4, von daher dachte ich mir, vielleicht spielt Schwarz erst König D7. Gut, dann machst du jetzt eben nicht dann machst du nicht Läufer B4, sondern Turm HF1. Der Turm gehört nach F3, das ist das beste Feld und du siehst auch diese Gegenüberstellung von Turm und Springer. Ja, ist immer so, das kann man sich merken, diese Gegenüberstellung hier, da nimmt der Turm dem Springer sehr viele Felder weg. Du siehst, der Turm überdeckt diese Felder, gut, das Feld F4 ist sowieso stark überdeckt, aber auch Druck gegen F6 und der Springer wird eingeschränkt. Okay, und hier, okay, Schwarz könnte jetzt Läufer D6 spielen und hier nach Läufer B4 dem Abtausch günstig ausweichen. Das war davor nicht so gut möglich, weil der Läufer auf B8 den Turm auf A8 eingeschränkt hätte. Aber jetzt mit dem Turm auf C8 ist es besser möglich, harmonischer für Schwarz. Aber okay, immerhin trotzdem, dein Läufer steht auf B4 besser. Ganz klar, besser auf B4 als auf D2. Und kontrolliert er das Feld F8. Okay, du spielst B3. Und es bleibt dabei, Schwarz steht angenehmer, aber ist okay für dich. Ja, und falls hier nach Turm HF1 Schwarz wieder direkt Läufer D6 spielt, dann klar, wieder Läufer B4. Und wenn Schwarz Läufer C7 spielen möchte oder Läufer B8, ist ein bisschen ungünstig für ihn, ein bisschen seltsam aus. Natürlich kann er das machen, aber es ist eben, du hast was erreicht, immerhin. Okay, also ich glaube, das war hier der Plan, der gut war für dich zu spielen. A3 mit der Idee, Läufer B4 abzutauschen. Schwarz möchte hier auch nicht A5 spielen. Das würde nur seine Bauern schwächen. Du hast hier die Möglichkeit, selber A4 es festzulegen oder eventuell sogar Springer C3, Springer B5 wäre ein schönes Feld. Also A4 könnte tatsächlich jetzt hier eine gute Möglichkeit sein, um das festzulegen und dann den Springer nach B5 stellen. Und auf einmal hat sich Schwarz einfach nur selber eine Schwäche geschaffen. Oder du könntest hier auch Turm HF1 wieder, Turm F3 und dann gibt es hier auch auf einmal eben Möglichkeiten, Schwächen. Okay, folgende Partie, Turm D1, Läufer D6 und jetzt C3. Und C3 gefällt mir auch nicht, weil du dir eben auch diese Möglichkeit verbaust. Zum einen dieser Läuferabtausch mit Läufer B4. Und zum anderen auch Möglichkeiten auf der dritten Reihe zu agieren, um, wie ich schon gesagt habe, mal zu nerven mit dem Turm. Einfach, dass der Turm hier mal rüber guckt, nach B3 geht und einfach mal schaut, was hier los ist mit dem Bauern auf B7. Solche Geschichten. Und C3, das nimmst du dir aus der Stellung. Du stellst einen weiteren Bauern auf Schwarz. Ist immer so, man stellt nicht so gerne Bauern auf Schwarz, wenn der eigene Läufer auf der schwarzen Felderfarbe agiert. Von daher, ich denke, hier wiederum den Turm nach F3 stellen wäre sinnvoll gewesen. Und ja, dann kannst du dir wieder überlegen, ob du hier diesen Plan spielst und Läufer B4. Wie gesagt, manchmal kann man überlegen, ob man Turm B3 einfach mal schaut, ob man hier B6 provoziert. Ja. Und ist okay für dich. Ja, du stehst leicht schlechter, aber es ist absolut verteidigungsfähig, deine Stellung. Gut, C3.
König D7, König C2, Turm AF8, Turm EF1, Springer G3, Springer schlägt G3, Läufer schlägt G3. So, hier kommen wir zum nächsten kritischen Punkt, würde ich sagen. Ja, du hast hier die Möglichkeit, dich zu aktivieren, deine Türme zu aktivieren. Mit Turm F G1. So. Ja, wenn jetzt Schwarz Läufer H4 spielt und mit dem Läufer auf F6 schlagen möchte, dann ist seine Bauernstruktur eben nicht mehr besser. Und das ist okay. Du kannst hier zum Beispiel Läufer G5 spielen. Und Schwarz hat hier keinerlei Vorteil mehr. Ja, dann tauscht du aber nicht unbedingt auf F6, sagen wir jetzt Schwarz Turm F7 spielt oder so etwas in der Art. Du tauschst jetzt nicht auf F6, das würde wiederum die schwarze Bauernstruktur stärken. Obwohl du auch hier im Turm spielen, denke ich, gute Remis-Aussichten hast, aber es muss ja nicht sein. So, du lässt das so und spielst hier vielleicht H4. Okay, und wenn Schwarz hier vielleicht Turm AF8 spielt, dann kannst du hier Turm H2 machen zum Beispiel. Und ja, hier passiert nichts, wenn Schwarz hier abtauscht. Schwarz kann hier einen Schach geben, aber ja, das ist jetzt nicht die Welt und ist nicht so wild und ist ausgeglichen. Also Läufer 4, denke ich, kein großes Problem. Läufer D6, denke ich, wäre am natürlichsten. Und jetzt hast du hier die Chance, deinen Turm auf die siebte Reihe zu bringen. Das ist ja eigentlich immer etwas recht Attraktives, wenn man das schafft. Und danach kann man immer, denke ich, Ausschau halten. König C6, H4. Ja, wenn du jetzt hier den Bauern nach H6 bringen könntest, das wäre super, von daher musst du Schwarz Turm H5 spielen. Und jetzt spielst du Turm G6 und du hast hier mit deinem aktiven Turm hast du genug Gegenspiel und ich denke, ja, sehr gute Remis-Aussichten. Die Stellung ist ungefähr im Gleichgewicht tatsächlich. Okay, ich hatte auch noch geschaut, wie ist es? Ist es vielleicht schlau, Turm HG1 zu spielen, aber Turm FG1 ist schlauer. Ich kann noch kurz Turm HG1 zeigen. Läufer D6. Hier kann Schwarz tatsächlich ganz gut Läufer E7 spielen. Und das Problem ist natürlich jetzt, dass der Turm hier direkt den Bauern angreift. So, ich noch geschaut, ob jetzt C4 vielleicht ein Versuch ist, mit Läufer B4 zu spielen. Turm FG8. Werden hier abgetauscht. Okay, auch das ist hier möglich. Nichtsdestotrotz immer noch ein Stück weit besser für Schwarz. Was dabei bleibt, du hast den leicht schlechteren Läufer und die Schwäche auf D4. Okay, folgende Partie. Turm F3. Und das Problem ist hier, du bleibst eben passiv im Prinzip. Ja? Dein Turm kommt jetzt nicht auf die siebte Reihe und, wie ich schon so oft betont hatte, Schwarz behält die bessere Bauernstruktur. Spielst Turm HF1. Ich denke, du solltest hier auf F6 tauschen. Und jetzt direkt versuchen, was zu machen hier mit B3. So. Direkt versuchen, C4 zu kommen, zu Gegenspiel zu kommen. Weil wenn du passiv bleibst, ist es für Schwarz sehr leicht. Ja, er spielt Läufer E7. Und dann verdoppelt er auf der H-Linie und der Druck wird langsam größer und unangenehm. Und hier denke ich weiterhin versuchen aktiv zu werden, Turm G3, DD Turm G7 wieder, Aktivierung des Turms und er spielt Schwarz Turm F7, deutet auch die Verdoppelung auf der H-Linie an, aber jetzt C4 und solange du hier selber auch zu Spiel kommst im Zentrum, denke ich, hast du gute Remis-Aussichten. Zum Beispiel Turm H4, Turm G4, Turm H5, Turm G8 und du versuchst so gut wie möglich aktiv zu sein und die schwarzen Möglichkeiten zu unterbinden. Ja, jetzt hast du vielleicht auch mal Optionen hier was zu machen. Immer weiter versuchen zu nerven im Prinzip, das ist die Faustregel. Okay. Denn nach Turm HF1
Jetzt ist es zu. Die Störung ist erstmal geschlossen. Und Schwarz hat hier, denke ich, die Möglichkeit, sehr lange Druck auszuüben, was zu versuchen. Ist unangenehm. Ist unangenehm. Läufer E1, G6. Ja, du hast hier quasi eine weitere Schwäche auf Schwarz, die angegriffen werden kann, auch vom Schwarz für den Läufer. H4. Okay, jetzt hast du statt der Schwäche auf G5, Schwäche auf H4. Turm C8, Turm H1, Läufer E7, Läufer D2 mit Remis-Angebot, was sehr gut war, denn dein Gegner hat es angenommen, von daher genau im richtigen Moment angeboten. Und damit hast du dich hier leicht aus dieser bisschen unangenehmen Stellung befreit. Ja, Schwarz könnte hier ohne Risiko sehr, sehr lange weiterspielen, das ist keine Frage. Kann man schauen, ob er auf der H-Linie verdoppelt und dann vielleicht mit B5 was macht, mit A5. Kann hin und her ziehen und du hast kaum Gegenspiel, kein Gegenspiel wirklich, weil du immer an die Deckung dieses Bauern gebunden bist. Und ja, das hätte hier Schwarz noch lange probieren können. Von daher glücklich für dich, dass hier Schwarz das Remis einfach akzeptiert hat. Okay, fassen wir die Partie nochmal zusammen. Ich denke, der Zug, der die Partie gekennzeichnet hat, negativ gekennzeichnet für dich, war der Zug Dame D3, weil du dadurch deinen Vorteil aus der Hand gegeben hast. Und nicht nur das, du bist sogar in ein leicht schlechteres Endspiel gekommen, wo du keinerlei Gewinnaussichten hast, wo du dich nur verteidigen kannst und das beste Resultat mehr oder weniger ein Remis ist. Also Dame D3, tatsächlich dieser positionelle Fehler und auch, ich hatte ja gesagt, eine Mischung positioneller Fehler, den Läufer aufzugeben und auch nicht erkennende gegnerische Möglichkeiten, dieses Manöver Dame A5 Schach Dame D5 hattest du vermutlich auch nicht gesehen, weil sonst hättest du es vermutlich nicht gespielt. Okay, und dann im Endspiel war die Frage, wie kannst du, es waren auch positionelle Fragen eher, wie kannst du deine Stellung, wie kannst du dich richtig aufbauen? Da hatten wir dieses Manöver gesehen mit A3 Läufer B4, den schlechten schwarzfältigen Läufer abtauschen. Und dann in der Folge hatten wir gesehen, wie kannst du selber aktiv zu Spiel kommen, damit du eben nicht passiv bist und nur zuschauen kannst, wie Schwarz seine Stellung verbessert. Okay, also ich würde generell zusammenfassen, dass es hier positionelle Probleme gab in dieser Partie, nicht so sehr Variantenberechnung. Es war jetzt auch keine so komplexe Partie, du hast natürlich... Ich denke, zum Anfang der Partie musst du mehr berechnen, als du Dame E4 gespielt hast und Springer E2. Aber das war gut und ich denke, da hast du keine Probleme. Aber positionell, ich glaube, da hast du, da kannst du ansetzen und da hast du Möglichkeiten, dich zu verbessern. Okay, ich hoffe, es hilft dir weiter und wir sehen uns dann bald wieder. Mach's gut, ciao.